Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Franzi und heute soll es darum gehen, was ich in der Physiotherapie mache. Viel Spaß! Aufgrund meiner Knieverletzung, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern werde, weil ich dazu schon ein Video gemacht habe, bin ich zweimal pro Woche bei der Physiotherapie. Dabei machen wir einerseits aktive wie auch passive Bewegungsübungen. Sie hat mir einmal jetzt einen Bogen mitgegeben mit Übungen für zu Hause, die ich durchführen soll. Und davon werde ich euch einerseits erzählen, aber zuerst möchte ich euch davon erzählen, was wir in der Physiotherapie vor Ort machen. Etwas ganz Wichtiges, was wir machen, ist einmal das Tapen von dem Knie, sobald halt das alte Tape abgegangen ist bzw. schon fast ab ist, aber auch zum Beispiel Bindegewebsmassage. Das soll ein bisschen meinen Stoffwechsel im Knie anregen, weil es einfach viel zu lange schon dauert mit der Verletzung und es einfach dadurch etwas angeregt werden soll und dann jetzt doch so langsam mal in die Gänge kommen soll. Was wir jetzt die letzten Male nicht mehr gemacht haben, aber was wir vor ein paar Wochen noch gemacht haben, ist mit so einem Ultraschallgerät ans Knie ranzugehen, was auch Schmerzen lindern soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich als erstes reinkomme zur Physiotherapie, schauen wir individuell, wie die Schmerzen an dem jeweiligen Tag sind und darauf kann man natürlich auch erst aufbauen. Aber bevor ich zur Physiotherapie reingehe, kann ich noch ungefähr 10 bis 15 Minuten in den Sportraum, wo ich dann Velo fahre, also Fahrrad fahre und oder auch aufs Laufband gehen kann mit einer ganz geringen Geschwindigkeit und auf dem Laufband wird dann quasi das Gangbild verbessert. Das mit dem Laufband machen wir aber nicht nur davor, sondern mache ich auch zusammen mit der Physiotherapeutin, wo sie dann die Geschwindigkeit oder auch eine Steigung einstellen kann und momentan bin ich noch sehr, sehr langsam, wenn ich versuche, ordentlich und normal zu laufen. Und weil ich halt sonst die ganze Zeit so eine Schonhaltung einnehme und mich irgendwann daran gewöhne und das soll einfach nicht passieren und das versuchen wir dagegen zu wirken. Dann gibt es Übungen, wo ich quasi versuche, zum Beispiel mit meinem Bein, wo das Knie verletzt ist, die Hand von der Therapeutin wegzudrücken. Also sie übt Gewicht darauf aus und Kraft darauf aus und ich versuche, das wegzudrücken. Oder dass ich das versuche, mein Bein ranzuziehen, während sie versucht, das dagegen zu drücken. Dann gibt es noch Übungen, passiv, wo ich auf der Liege liege und eigentlich nicht viel machen muss und sie das durchbewegt. Das machen wir aber relativ selten, weil es einfach besser ist, aktive Bewegung selbst zu machen. Dann machen wir auch noch Übungen auf dem Swiss Plate. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine vibrierende Platte und darauf kann ich dann stehen und dann immer das Gewicht auch ein bisschen auf das Bein verlagern, wo das Knie kaputt ist und dass ich halt ein bisschen auch Vertrauen wieder in das Knie bekomme und dass ich halt mehr Kraft ausüben kann und dass ich auch merke, dass es stabil genug ist eigentlich. Außerdem machen wir auch Gleichgewichtsübungen. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese flachen Sitzkissen, wo auf der einen Seite so Noppern sind und auf der anderen flache Seite. Und dann hatten wir einmal eine Übung, wo ich da drauf gestanden bin und wir uns gegenseitig Bälle zugeworfen haben. Das hilft halt, dass man sich weniger auf das Knie selbst so fokussiert und dann einfach ein bisschen mehr Gleichgewicht bekommt und das Gewicht auch etwas auf das Knie verlagert. Zur Kräftigung der Muskulatur haben wir auch noch die Beinpresse verwendet. Das ist quasi, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Fitnessstudio, so ein Gerät, wo man das sitzt und dann mit den Knien bzw. mit den Oberschenkeln das so wegdrücken muss. Und das haben wir natürlich erstmal angefangen mit etwas weniger Gewicht und das wird dann so gesteigert.
weil wir halt bemerkt haben, dass auf jeden Fall auf der rechten Seite, wo ja das Knie kaputt ist, der Muskel recht stark sich abgebaut hat und den müssen wir auf jeden Fall wieder stärken. Die Übungen, die ich zu Hause mache, haben wir zusammen etabliert und haben dann zusammen quasi versucht herauszufinden, was einfacher geht, was schwerer geht, was ich wie oft machen soll, um einfach die Zeit zwischen den verschiedenen Physiotherapien zu überbrücken, da zweimal die Woche eine halbe Stunde nicht ausreichend ist, um das Knie komplett wieder in Ordnung zu kriegen. Da muss ich auch auf jeden Fall was tun. Zu diesen Übungen gehören einerseits die Sidesteps, wie ich sie nenne. Die soll ich 10-mal am Tag machen. Dann gibt es die Squats, kennt glaube ich jeder, Kniebeugen. Die soll ich natürlich nur so weit machen, wie es für mich vom Schmerz her auszuhalten ist. Wir sind gerade auf dem Stand, dass ich alles immer mache, bis es nicht mehr von den Schmerzen her geht. Also wir richten uns da sehr nach den Schmerzen. Die Squats bzw. Kniebeugen soll ich aber nur 2x12 Wiederholungen alle 2 bis 3 Tage machen, weil das eben gerade für mein Knie recht anstrengend ist und auch sehr weh tut. Als dritte Übung habe ich noch die Seitwärtsbewegen-Übung. Das ist quasi so, dass man immer zur Seite geht, ungefähr eine Gymnastikmattenlänge. Also ich habe jetzt keine Gymnastikmatte, aber ich stelle mir dann einfach eine vor. Und dann geht man immer zur Seite und dann geht man wieder zum Mittelpunkt zurück und dann geht man auf die andere Seite. Und das soll ich 10-mal, 2-mal am Tag wiederholen. Also morgens 10 und abends 10. Dann gibt es noch die Übung, dass wenn ich auf dem Bett liege, ich mein Knie quasi so versuche an mich ranzuziehen, dass ich da etwas mehr Beugung reinkriege und dann gewissen immer kleineren Winkel habe, aber eben auch das nur bis zur Schmerzgrenze. Eine weitere Übung, die ich mit dem Bett machen kann, ist die Übung Kniebeugen auf dem Bett. Das heißt, man steht vor dem Bett und beugt, also legt das Knie da so drauf und versucht sich so ein bisschen nach vorne zu beugen, auch dass sich der Winkel verringert. Die beiden Übungen soll ich auch quasi machen 2-mal am Tag, einfach morgens und abends und so, wie es sich für mich am besten anfühlt, so oft. Was mir noch recht schwer fällt, ist die Übung Einbeinstand. Da ist es so, dass man quasi auf dem kranken Bein steht und immer versucht, mit dem anderen Bein nach vorne zu gehen, aber und dann ein bisschen da drin zu bleiben, das da abzustellen und dann wieder zurückzugehen. Ich weiß nicht, ob das so gut erklärt war jetzt. Ja, und damit möchte ich nun mein Video beenden. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht etwas mitnehmen, auch wenn ihr am besten, bevor ihr irgendwelche Übungen nachmacht, erstmal mit eurem Arzt oder eurem Physiotherapeuten darüber sprecht, weil das egal, ob ihr die gleiche Verletzung habt oder nicht, sind die Übungen für jeden individuell und deshalb möchte ich nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie verletzt, wenn ihr irgendwelche Übungen von mir nachmacht. Nur vielleicht gibt es euch eine Idee, was ihr noch besprechen könnt mit eurem Physiotherapeuten oder eurer Therapeutin oder so, falls ihr noch nach ein paar mehr Übungen sucht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!